Das Evangelium des Johannes, Kapitel 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheinet in der Finsternis, und die Finsternis hat nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Derselbe kam zum Zeugnis, dass er von dem Licht zeugete, auf das sie alle durch ihn glaubeten. Er war nicht das Licht, sondern dass er zeugete von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt kannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht von dem geblüht, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnete unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeuget von ihm, ruft und spricht: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher denn ich. Und von seiner Fühle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesum Christum worden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat es uns verkündiget. Und dies ist das Zeugnis Johannes. Da die Juden sandten von Jerusalem Priester und Leviten, dass sie ihn fragten: Wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte: Ich bin nicht Christus. Und sie fragten ihn: Was denn? Bist du Elia? Er sprach: Ich bin's nicht. Bist du ein Prophet? Und er antwortete: Nein. Da sprachen sie zu ihm: Was bist du denn? Dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach: Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Richtet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und die gesandt waren, die waren von den Pharisäern, und fragten ihn und sprachen zu ihm: Warum taufest du denn, so du nicht Christus bist, noch Elia, noch ein Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennet. Der ist es, der nach mir kommen wird, welcher vor mir gewesen ist, dass ich nicht wert bin, dass ich seine Schuhriemen auflöse. Dies geschah zu Betabara, jenseits des Jordans, da Johannes taufete. Des anderen Tages sieht Johannes Jesum zu ihm kommen und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt.
Dieser ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, welcher vor mir gewesen ist, denn er war eher denn ich. Und ich kannte ihn nicht, sondern auf dass er offenbar würde in Israel, darum bin ich kommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes zeugete und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, derselbe sprach zu mir, über welchen du sehen wirst, den Geist abfahren und auf ihm bleiben, derselbe ist's, der mit dem Heiligen Geist taufet. Und ich sah es und zeugete, dass dieser ist Gottes Sohn. Des andern Tags stund abermal Johannes und zween seiner Jünger. Und als er sah Jesum wandern, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und zween seiner Jünger hörten ihn reden und folgeten Jesu nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was suchet ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das ist verdolmetscht Meister, wo bist du zur Herberge? Er sprach zu ihnen, kommt und seht es. Sie kamen nun sahen's und blieben denselbigen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer aus den Zweien, die von Johannes hörten und Jesu nachfolgeten, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Derselbige findet am ersten seinen Bruder Simon und spricht zu ihm. Wir haben den Messias gefunden. Welches ist verdolmetscht? Der Gesalbte, und führete ihn zu Jesu. Da ihn Jesus sah, sprach er, du bist Simon, Jonas Sohn. Du sollst Kephas heißen, das wird verdolmetscht ein Fels. Des anderen Tags wollte Jesus wieder nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben, Jesu, Josefs Sohn von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann von Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und siehe es. Jesus sah Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm. Siehe ein rechter Israelit, in welchem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennest du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe denn dich Philippus rief, da du unter dem Feigenbaum warest, sah ich dich. Nathanael antwortet und spricht zu ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubest, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter den Feigenbaum, du wirst noch Größeres denn das sehen. Und spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschen Sohn. Johannes Kapitel 2. Und am dritten Tage ward eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen. Und da es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben nicht Wein. Jesus spricht zu ihr, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch saget, das tut.
Es waren aber allda 6 steinerne Wasserkrüge gesetzt nach der Weise der jüdischen Reinigung und gingen in je einen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen, füllet die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie fülleten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpfet nun und bringt dem Speisemeister. Und sie brachten's. Als aber der Speisemeister kostete den Wein, der Wasser gewesen war und wusste nicht, von wannen er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, rufet der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zum ersten guten Wein. Und wenn sie trunken worden sind, alsdann den geringeren. Denn du hast den guten Wein bisher behalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab gen Kapernaum. Er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger und blieben nicht lange daselbst. Und der Juden Osten war nah, und Jesus zog hinauf gen Jerusalem und fand im Tempel sitzen, die da Ochsen, Schafe und Tauben feil hatten und die Wechsler. Und er machte eine Geisel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Ochsen und verschüttete den Wechslern das Geld und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben feil hatten, traget das von dannen und machet nicht meines Vaters Haus zum Kaufhause. Seine Jünger aber gedachten daran, dass geschrieben steht, der Eiver um dein Haus hat mich gefressen. Da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du solches tun mögest? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brechet diesen Tempel, und am dritten Tage will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Da er nun auferstanden war von den Toten, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und der Rede, die Jesus gesagt hatte. Als er aber zu Jerusalem war, in den Osten auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht, denn er kannte sie alle. Und bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gebe von einem Menschen, denn er wusste wohl, was im Menschen war. Johannes Kapitel 3. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster unter den Juden. Der kam zu Jesu bei der Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott kommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus dem Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Lass dich's nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsset von Neuem geboren werden. Der Wind bläset, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, von wannen er kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm,
wie mag solches zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bist du ein Meister in Israel und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und zeugen, was wir gesehen haben, und ihr nehmet unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie würdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen würde? Und niemand fährt gen Himmel, denn der vom Himmel herniederkommen ist, nämlich des Menschen Sohn, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubet, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubet, der ist schon gerichtet, denn er glaubet nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt kommen ist, und die Menschen liebeten die Finsternis mehr denn das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Arges tut, der hasset das Licht und kommt nicht an das Licht, auf dass seine Werke nicht gestraft werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt an das Licht, dass seine Werke offenbar werden, denn sie sind in Gott getan. Danach kam Jesus und seine Jünger in das jüdische Land und hatte daselbst sein Wesen mit ihnen und taufete. Johannes aber taufete auch noch zu Enon nahe bei Salim, denn es war viel Wassers daselbst, und sie kamen dahin und ließen sich taufen. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis gelegt. Da erhob sich eine Frage unter den Jüngern des Johannes samt den Juden über die Reinigung. Und kam zu Johannes und sprachen zu ihm, Meister, der bei dir war jenseit des Jordans, von dem du zeugetest, siehe, der taufet, und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts nehmen, es werde ihm denn gegeben vom Himmel. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich sei nicht Christus, sondern vor ihm her gesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund aber des Bräutigams steht und höret ihm zu und freut sich über des Bräutigams Stimme. Dieselbige meine Freude ist nun erfüllet. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben her kommt, ist über alle. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, der ist über alle und zeuget, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer es aber annimmt, der versiegelt es, dass Gott wahrhaftig sei. Denn welchen Gott gesandt hat, der redet Gottes Wort. Denn Gott gibt den Geist nicht nach dem Maß. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubet, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubet, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Johannes, Kapitel 4. Da nun der Herr inne ward, dass vor die Pharisäer kommen war, wie Jesus mehr Jünger machte und taufte denn Johannes, wiewohl Jesus selber nicht taufete, sondern seine Jünger, verließ er das Land Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen.
Da kam er in eine Stadt Samarias, die heißt Sichar, nah bei dem Dörflein, das Jakob seinem Sohne Josef gab. Es war aber daselbst Jakobs Brunnen. Da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich also auf den Brunnen. Und es war um die sechste Stunde. Da kommt ein Weib von Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, dass sie Speise kauften. Spricht nun das samaritische Weib zu ihm, wie bittest du von mir zu trinken? So du ein Jude bist und ich ein samaritisches Weib. Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkennetest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Sprich zu ihm das Weib, Herr, hast du doch nichts, damit du schöpfest und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendig Wasser? Bist du mehr denn unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat, und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinket, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillet. Spricht das Weib zu ihm, Herr, gib mir dasselbige Wasser, auf das mich nicht dürste, dass ich nicht herkommen müsse zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gehe hin, rufe deinen Mann und komm her. Das Weib antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt, und den du nun hast, der ist nicht dein Mann. Da hast du recht gesagt. Das Weib spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet, und ihr saget, zu Jerusalem sei die Stätte, da man anbeten solle. Jesus spricht zu ihr, Weib, glaube mir, es kommt die Zeit, da ihr weder auf diesem Berge noch zu Jerusalem werdet den Vater anbeten. Ihr wisset nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater will auch haben, die ihn also anbeten. Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht das Weib zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn derselbe kommen wird, so wird er's uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Und über dem kamen seine Jünger, und es nahm sie Wunder, dass er mit dem Weibe redete. Doch sprach niemand, was fragest du, oder was redest du mit ihr? Da ließ das Weib ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir gesagt hat, alles, was ich getan habe, ob er nicht Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt und kamen zu ihm. Indes aber ermahneten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, davon wisset ihr nicht. Da sprachen die Jünger untereinander, hat ihm jemand zu essen gebracht. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen des, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Saget ihr nicht selber, es sind noch 4 Monden, so kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebet eure Augen auf und seht in das Feld, denn es ist schon weiß zur Ernte.
Und wer da schneidet, der empfänget Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, auf das sich miteinander freuen, der da sät und der da schneidet. Denn hier ist der Spruch wahr, dieser sät, der andere schneidet. Ich habe euch gesandt zu schneiden, dass ihr nicht habt gearbeitet. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit gekommen. Es glaubten aber an ihn viel der Samariter aus derselbigen Stadt um des Weibes Rede willen, welches da zeugete, er hat mir gesagt, alles, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, dass er bei ihnen bliebe. Und er blieb 10 Tage da. Und vielmehr glaubeten um seines Worts willen. Und sprachen zum Weibe, wir glauben nun hinfort nicht um deiner Rede willen. Wir haben selber gehört und erkannt, dass dieser ist wahrlich Christus, der Welt Heiland. Aber nach 2 Tagen zog er aus von dannen und zog nach Galiläa. Denn er selber Jesus zeugete, dass ein Prophet daheim nichts gilt. Da er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, die gesehen hatten, alles, was er zu Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Denn sie waren auch zum Fest gekommen. Und Jesus gab abermal gen Kana in Galiläa, da er das Wasser hatte zum Wein gemacht. Und es war ein Königer. Des Sohn lag krank zu Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus kam aus Judäa in Galiläa und ging hin zu ihm und bat ihn, dass er hinabkäme und hülfe seinem Sohn. Denn er war todkrank. Und Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubet ihr nicht. Der Königische sprach zu ihm, Herr, komm hinab, ehe denn mein Sohn, wenn mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, gehe hin, dein Sohn lebet. Der Mensch glaubete dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und indem er hinabging, begegneten ihm seine Knechte, verkündigten ihm und sprachen, dein Kind lebet. Da forschte er von ihnen die Stunde, in welche es besser mit ihm worden war. Und sie sprachen zu ihm, gestern, um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es um die Stunde wäre, in welche Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebet. Und er glaubete mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das andere Zeichen, das Jesus tat, da er aus Judäa nach Galiläa kam. Johannes, Kapitel 5. Danach war ein Fest der Juden, und Jesus zog hinauf gen Jerusalem. Es ist aber zu Jerusalem bei dem Schafhause ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda, und hat 5 Hallen, in welchen lagen viel Kranke, Blinde, Lahme, Dürre. Die warteten, wenn sich das Wasser bewegte. Denn ein Engel fuhr herab zu seiner Zeit in den Teich und bewegte das Wasser. Welcher nun der Erste, nachdem das Wasser bewegt war, hineinstieg, der ward gesund, mit welcherlei Seuche er behaftet war. Es war aber ein Mensch, der selbst 38 Jahre krank gelegen. Da Jesus denselbigen sah liegen und vernahm, dass er so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, wenn das Wasser sich bewegt, der mich in den Teich lasse. Und wenn ich komme, so steiget ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und gehe hin. Und alsbald ward der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber desselbigen Tages der Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund war worden, es ist heute Sabbat,
es ziemt dir nicht, das Bett zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sprach zu mir, nimm dein Bett und gehe hin. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und gehe hin? Die aber gesund war worden, wusste nicht, wer er war. Denn Jesus war gewichen, da so viel Volks an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe zu, du bist gesund worden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Ärgeres widerfahre. Der Mensch ging hin und verkündigte es den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesum und suchten ihn zu töten, dass er solches getan hatte auf den Sabbat. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirket bisher und ich wirke auch. Darum trachteten ihm die Juden nun viel mehr nach, dass sie ihn töteten, dass er nicht allein den Sabbat brach, sondern sagte auch, Gott sei sein Vater, und machte sich selbst Gott gleich. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von ihm selber tun, denn was er sieht, den Vater tun. Denn was derselbige tut, das tut gleich auch der Sohn. Der Vater aber hat den Sohn lieb und zeiget ihm alles, was er tut. Und wird ihm noch größere Werke zeigen, dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, also auch der Sohn macht lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn gegeben. Auf dass sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehret, der ehret dem Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort höret und glaubet dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und die sie hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in ihm selber, also hat er dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in ihm selber. Und hat ihm Macht gegeben, auch das Gericht zu halten, darum, dass er des Menschen Sohn ist. Verwundert euch des nicht, denn es kommt die Stunde, in welche alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören. Und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Übels getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selber tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist recht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern des Vaters Willen, der mich gesandt hat. So ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist es, der von mir zeuget. Und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, dass er von mir zeuget. Ihr schicktet zu Johannes, und er zeugete von der Wahrheit. Ich aber nehme nicht Zeugnis von Menschen, sondern solches sage ich, auf dass ihr selig werdet. Er war ein brennend und scheinend Licht. Ihr aber wolltet eine kleine Weile fröhlich sein von seinem Licht. Ich aber habe ein größer Zeugnis, denn des Johannes Zeugnis. Denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, dass ich sie vollende, dieselbigen Werke, die ich tue, zeugen von mir, dass mich der Vater gesandt habe. Und der Vater, der mich gesandt hat, derselbige hat von mir gezeugt. Ihr habt nie weder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnend, denn ihr glaubet dem nicht, den er gesandt hat. Suchet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habt das ewige Leben darinnen,
und sie ist es, die von mir zeuget. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben haben möchtet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen, und ihr nehmet mich nicht an. So ein anderer wird in seinem eigenen Namen kommen, den werdet ihr annehmen. Wie könnet ihr glauben, die ihr Ehre von einem anderen nehmet? Und die Ehre, die von Gott allein ist, suchet ihr nicht. Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklaget, der Mose, auf welchen ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. So ihr aber seinen Schriften nicht glaubet, wie werdet ihr meine Worten glauben? Johannes Kapitel 6. Danach fuhr Jesus weg über das Meer an der Stadt Tiberias in Galiläa. Und es zog ihm viel Volks nach, darum, dass sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich daselbst mit seinen Jüngern. Es war aber nahe Ostern, der Judenfest. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volks zu ihm kommt, und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, dass diese essen? Das sagte er aber, ihn zu versuchen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Pfennig Brot ist nicht genug unter sie, dass ein jährlicher unter ihnen ein wenig nehme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das unter so vielen? Jesus aber sprach: Schaffet, dass sich das Volk lagere. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich bei 5000 Mann. Jesus aber nahm die Brote, dankete und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber denen, die sie gelagert hatten. Desselbigen gleichen auch von den Fischen, wie viel er wollte. Da sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, dass nichts umkomme. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die überblieben denen, die gespeiset wurden. Da nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkete, dass sie kommen würden und ihn haschen, dass sie ihn zum Könige machten, entwich er abermal auf den Berg, er selbst alleine. Am Abend aber gingen die Jünger hinab an das Meer und traten in das Schiff und kamen über das Meer gen Kapernaum. Und es war schon finster worden, und Jesus war nicht zu ihnen kommen. Und das Meer erhob sich von einem großen Winde. Da sie nun gerudert hatten, bei 25 oder 30 Feldwegs, sahen sie Jesum auf dem Meer dahergehen und nahe zum Schiff kommen. Und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn in das Schiff nehmen, und alsbald war das Schiff am Lande, da sie hinfuhren. Des anderen Tages sah das Volk, dass diesseits des Meeres stund, dass kein ander Schiff daselbst war, denn das einige, darein seine Jünger getreten waren, und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff getreten war, sondern allein seine Jünger waren weggefahren. Es kamen aber andere Schiffe von Tiberias nahe zu der Stätte, da sie das Brot gegessen hatten durch des Herrn Danksagung. Da nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war, noch seine Jünger, traten sie auch in die Schiffe und kamen gen Kapernaum und suchten Jesus. Da sie ihn fanden jenseits des Meeres, sprachen sie zu ihm: Rabbi, wann bist du herkommen?
Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr suchet mich nicht darum, dass ihr Zeichen gesehen habt, sondern dass ihr von dem Brot gegessen habt und seid satt worden. Wieget Speise nicht, die vergänglich ist, sondern die da bleibet in das ewige Leben, welch euch des Menschen Sohn geben wird. Denn denselbigen hat Gott der Vater versiegelt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubet, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und glauben dir? Was wirkest du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste. Wie geschrieben steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Mose hat euch nicht Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das rechte Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Wege solch Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubet, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich hab's euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und glaubet doch nicht. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern des, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich's auferwecke am jüngsten Tage. Das ist aber der Wille des, der mich gesandt hat, dass wer den Sohn sieht und glaubet an ihn, habe das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Da murrten die Juden darüber, dass er sagte: Ich bin das Brot, das vom Himmel kommen ist. Und sprachen: Ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, des Vater und Mutter wir kennen? Wie spricht er denn: Ich bin vom Himmel kommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Murret nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten: Sie werden alle von Gott gelehret sein. Wer es nun höret vom Vater und lernt es, der kommet zu mir. Nicht, dass jemand den Vater habe gesehen, außer dem, der vom Vater ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubet, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, auf das, wer davon isset, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel kommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Da zankerten die Juden untereinander und sprachen: Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, werdet ihr nicht essen das Fleisch des Menschensohnes und trinken sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die rechte Speise, und mein Blut ist der rechte Trank. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater, und ich lebe um des Vaters Willen, also wer mich isset, derselbige wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommen ist. Nicht wie eure Väter haben Manna gegessen und sind gestorben. Wer dies Brot isset, der
wird leben in Ewigkeit. Solches sagte er in der Schule, da er lehrte zu Kapernaum. Fielen nun seine Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch das? Wie, wenn ihr denn sehen werdet, des Menschensohn auffahren dahin, da er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist kein Nütze. Die Worte, die ich rede, die sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht, denn Jesus wusste von Anfang wohl, welche nicht glaubend waren und welcher ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Von dem an gingen seine Jünger viel hinter sich und wanderten hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete ihm, habe ich nicht euch Zwölfe erwählt? Und euer einer ist ein Teufel. Er redete aber von dem Judas, Simons Sohn Iskariot. Derselbige verriet ihn hernach und war der Zwölfen einer. Johannes Kapitel 7. Danach zog Jesus umher in Galiläa. Denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, darum, dass ihm die Juden nach dem Leben stellten. Es war aber nahe dem Judenfest der Laubrüst. Da sprachen seine Brüder zu ihm, mache dich auf von dannen und gehe nach Judäa, auf dass auch deine Jünger sehen die Werke, die du tust. Niemand tut etwas im Verborgenen und will doch frei offenbar sein. Tust du solches, so offenbare dich vor der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht hier. Eure Zeit aber ist alle Wege. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasset sie, denn ich zeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf auf dieses Fest. Ich will noch nicht hinaufgehen auf dieses Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Da er aber das zu ihnen gesagt, blieb er in Galiläa. Als aber seine Brüder waren hinaufgegangen, da ging er auch hinauf zu dem Fest, nicht offenbarlich, sondern gleich heimlich. Da suchten ihn die Juden am Fest und sprachen, wo ist der? Und es war ein groß Gemurmel von ihm unter dem Volk. Etliche sprachen, er ist fromm. Die anderen aber sprachen, nein, sondern er verführet das Volk. Niemand aber redete frei von ihm um der Furcht willen vor den Juden. Aber mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, wie kann dieser die Schrift, so er sie doch nicht gelernt hat? Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern des, der mich gesandt hat. So jemand will des Willen tun, der wird inne werden, ob dieser Lehrer von Gott sei oder ob ich von mir selbst rede. Wer von ihm selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber sucht die Ehre des, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und ist keine Ungerechtigkeit an ihm. Hat euch nicht Mose das Gesetz gegeben? Und niemand unter euch tut das Gesetz,
warum suchet ihr mich zu töten? Das Volk antwortete und sprach, du hast den Teufel, wer suchet dich zu töten? Jesus antwortete und sprach, ein einiges Werk habe ich getan und es wundert euch alle. Mose hat euch darum gegeben die Beschneidung, nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern. Noch beschneidet ihr den Menschen am Sabbat. So ein Mensch die Beschneidung annimmt am Sabbat, auf dass nicht das Gesetz Moses gebrochen werde, zürnet ihr denn über mich, dass ich den ganzen Menschen habe am Sabbat gesund gemacht? Richtet nicht nach dem Ansehen, sondern richtet ein recht Gericht. Da sprachen etliche von Jerusalem, ist das nicht der, den sie suchten zu töten? Und siehe zu, er redet frei, und sie sagen ihm nichts. Erkennen unsere Obersten nun gewiss, dass er gewiss Christus sei. Doch wir wissen, von wannen dieser ist. Wenn aber Christus kommen wird, so wird niemand wissen, von wannen er ist. Da rief Jesus im Tempel, lehrte und sprach, ja, ihr kennet mich und wisset, von wannen ich bin. Und von mir selbst bin ich nicht kommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, welchen ihr nicht kennet. Ich kenne ihn aber, denn ich bin von ihm, und er hat mich gesandt. Da suchten sie ihn zu greifen, aber niemand legte die Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht kommen. Aber viele vom Volk glaubten an ihn und sprachen, wenn Christus kommen wird, wird er auch mehr Zeichen tun, denn dieser tut. Und es kam vor die Pharisäer, dass das Volk solches von ihm murmelte. Da sandten die Pharisäer und Hohenpriester Knechte auf, dass sie ihn griffen. Da sprach Jesus zu ihnen, ich bin noch eine kleine Zeit bei euch, und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und da ich bin, könntet ihr nicht hinkommen. Da sprachen die Juden untereinander, wo will dieser hingehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er unter die Griechen gehen, die hin und her zerstreut liegen und die Griechen lehren? Was ist das für eine Rede, dass er saget, ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, da könntet ihr nicht hinkommen? Aber am letzten Tage des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf und rief und sprach, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubet, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verklärt. Viele nun vom Volk, die diese Rede hörte, sprachen, dieser ist ein rechter Prophet. Die anderen sprachen, er ist Christus. Etliche aber sprachen, soll Christus aus Galiläa kommen. Sprich nicht die Schrift, von dem Samen Davids und aus dem Flecken Bethlehem, da David war, solle Christus kommen? Also ward ein Zwietracht unter dem Volk über ihn. Es wollten aber etliche ihn greifen, aber niemand legte die Hand an ihn. Die Knechte kamen zu den Hohenpriestern und Pharisäern, und sie sprachen zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Knechte antworteten, es hat nie kein Mensch also geredet wie dieser Mensch. Da antworteten ihnen die Pharisäer, seid ihr auch verführet? Glaubet auch irgendein Oberster oder Pharisäer an ihn, sondern das Volk, das nichts vom Gesetz weiß, ist verflucht. Spricht zu ihnen Nikodemus, der bei der Nacht zu ihm kam, welcher einer unter ihnen war. Richtet unser Gesetz auch einen Menschen, ehe man ihn verhört und erkennet, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du auch ein Galiläer? Forsche und siehe, aus Galiläa steht keinen Prophet auf. Und ein jeglicher ging also heim. Johannes Kapitel 8. Jesus aber ging an den Ölberg,
Und frühmorgens kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrete sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten ein Weib zu ihm im Ehebruch gegriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, dies Weib ist begriffen auf frische Tat im Ehebruch. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche zu steinigen. Was sagst du? Das sprachen sie aber, ihn zu versuchen, auf dass sie eine Sache wider ihn hätten. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun anhielten, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und bückte sich wieder nieder und schrieb auf die Erde. Da sie aber das hörten, gingen sie hinaus, von ihrem Gewissen überzeugt, einer nach dem anderen, von den Ältesten an bis zu den Geringsten. Und Jesus ward gelassen, allein und das Weib in der Mitte stehend. Jesus aber richtete sich auf, und da er niemand sah, denn das Weib, sprach er zu ihr: Weib, wo sind sie, deine Verkläger? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach: Herr, niemand. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Da redete Jesus abermal zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolge, der wird nicht wandern in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Du zeugest von dir selbst. Dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: So ich von mir selbst zeugen würde, so ist mein Zeugnis wahr. Denn ich weiß, von wannen ich gekommen bin und wo ich hingehe. Ihr aber wisset nicht, von wannen ich komme und wo ich hingehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. So ich aber richte, so ist mein Gericht recht, denn ich bin nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Auch steht in eurem Gesetze geschrieben, dass zweier Menschen Zeugnis wahr sei. Ich bin's, der ich von mir selbst zeuge. Und der Vater, der mich gesandt hat, zeuget auch von mir. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Vater? Jesus antwortete: Ihr kennet weder nur mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennetet, so kennetet ihr auch meinen Vater. Diese Worte redete Jesu an dem Gotteskasten, da er lehrte im Tempel. Und niemand griff ihn, denn seine Stunde war noch nicht kommen. Da sprach Jesus abermal zu ihnen: Ich gehe hinweg, und ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, da könnet ihr nicht hinkommen. Da sprachen die Juden: Will er sich denn selbst töten, dass er spricht, wo ich hingehe, da könnet ihr nicht hinkommen. Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von unten her, ich bin von oben herab. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. So habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden. Denn so ihr nicht glaubet, dass ich es sei, so werdet ihr sterben in euren Sünden. Da sprachen sie zu ihm: Wer bist du denn? Und Jesus sprach zu ihnen: Erstlich der, der ich mit euch rede. Ich habe viel von euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und was ich von ihm gehört habe, das rede ich vor der Welt. Sie vernahmen aber nicht, dass er ihnen von dem Vater sagte. Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr des Menschen Sohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es sei und nichts von mir selber tue, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein. Ich tue allezeit, was ihm gefällt.
Da er solches redete, glaubten viele an ihn. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: So ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechte Jünger. Und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Da antworteten sie ihm: Wir sind Abrahams Samen, es sind nie keinmal jemands Knechte gewesen. Wie sprichst du denn, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibet nicht ewiglich im Hause, der Sohn bleibet ewiglich. So euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Samen seid, aber ihr suchet mich zu töten. Denn meine Rede fänget nicht unter euch. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe, so tut ihr, was ihr von eurem Vater gesehen habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Spricht Jesus zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so tätet ihr Abrahams Werke. Nun aber suchet ihr mich zu töten, einen solchen Menschen, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut eures Vaters Werke. Da sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren. Wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen: Wäre Gott euer Vater, so liebetet ihr mich. Denn ich bin ausgegangen und komme von Gott. Denn ich bin nicht von mir selber gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum kennet ihr denn meine Sprache nicht? Denn ihr könnt ja mein Wort nicht hören. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Derselbige ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselbigen. Ich aber, weil ich die Wahrheit sage, so glaubet ihr mir nicht. Welche unter euch kann mich einer Sünde zeihen? So ich euch aber die Wahrheit sage, warum glaubet ihr mir nicht? Wer von Gott ist, der höret Gottes Wort. Darum höret ihr nicht, denn ihr seid nicht von Gott. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Sage wir nicht recht, dass du ein Samariter bist und hast den Teufel? Jesus antwortete: Ich habe keinen Teufel, sondern ich ehre meinen Vater, und ihr unehret mich. Ich suche nicht meine Ehre. Es ist aber einer, der sie sucht und richtet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so jemand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht sehen ewiglich. Da sprachen die Juden zu ihm: Nun erkennen wir, dass du den Teufel hast. Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sprichst, so jemand mein Wort hält, der wird den Tod nicht schmecken ewiglich. Bist du mehr denn unser Vater Abraham, welcher gestorben ist? Und die Propheten sind gestorben. Was machest du aus dir selbst? Jesus antwortete: So ich mich selber ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist aber mein Vater, der mich ehret, von welchem ihr sprechet, er sei euer Gott. Und kennet ihn nicht, ich aber kenne ihn. Und so ich würde sagen, ich kenne ihn nicht, so würde ich ein Lügner gleich wie ihr seid. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Abraham, euer Vater, ward froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe denn Abraham ward, bin ich. Da hoben sie Steine auf, dass sie auf ihn würfen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hinstreichend. Und Jesus ging vorüber und sah einen, der blind geboren war.
Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündiget, dieser oder seine Eltern, dass er ist blind geboren? Jesus antwortete: Er hat weder dieser gesündiget noch seine Eltern, sondern dass die Werke Gottes offenbar würden an ihm. Ich muss wirken die Werke des, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Weil ich bin in der Welt, bin ich das Licht der Welt. Da er solches gesagt, spitzete er auf die Erde und machte einen Kot aus dem Speichel und schmierte den Kot auf des blinden Augen und sprach zu ihm: Gehe hin zu dem Teich Siloah, das ist verdolmetschet gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Die Nachbarn und die ihn zuvor gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen: Ist dieser nicht, der da saß und bettelte? Etliche sprachen: Er ist es, etliche aber: Er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach: Ich bin's. Da sprachen sie zu ihm: Wie sind deine Augen aufgetan? Er antwortete und sprach: Der Mensch, der Jesus heißet, machte einen Kot und schmierte meine Augen und sprach: Gehe hin zu dem Teich Siloah und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und ward sehend. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist derselbige? Er sprach: Ich weiß nicht. Da führte sie ihn zu den Pharisäern, der weilend blind war. Es war aber Sabbat, da Jesus den Kot machte und seine Augen öffnete. Da fragten sie ihn abermal, auch die Pharisäer, wie er wäre sehend worden. Er aber sprach zu ihnen: Kot legte er mir auf die Augen, und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen etliche der Pharisäer: Der Mensch ist nicht von Gott, dieweil er den Sabbat nicht hält. Die anderen aber sprachen: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es ward eine Zwietracht unter ihnen. Sie sprachen wieder zu dem Blinden: Was sagest du von ihm, dass er hat deine Augen aufgetan? Er aber sprach: Er ist ein Prophet. Die Juden glaubten nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend worden wäre, bis dass sie riefen die Eltern des, der sehend war, worden. Fragten sie und sprachen: Ist das euer Sohn, von welchem ihr saget, er sei blind geboren? Wie ist er denn nun sehend? Seine Eltern antworteten ihnen und sprachen: Wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wie er aber nun sehend ist, wissen wir nicht. Oder wer ihm hat seine Augen aufgetan, wissen wir auch nicht. Er ist alt genug, fraget ihn, lasset ihn selbst für sich reden. Solche sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon vereiniget, so jemand ihn für Christum bekennete, dass derselbe ihn bann getan würde. Darum sprachen seine Eltern: Er ist alt genug, fraget ihn. Da riefen sie zum anderen Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete und sprach: Ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eines weiß ich wohl, dass ich blind war und bin nun sehend. Da sprachen sie wieder zu ihm: Was tat er dir? Wie tat er deine Augen auf? Er antwortete ihnen: Ich hab's euch jetzt gesagt. Habt ihr es nicht gehört? Was wollt ihr es aber mal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da fluchten sie ihm und sprachen: Du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat. Diesen aber wissen wir nicht, von wann er ist. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen: Das ist ein wunderlich Ding, dass ihr nicht wisset, von wann er sei, und ihr habt meine Augen aufgetan. Wir wissen aber, dass Gott die Sünder nicht hört, sondern so jemand gottesfürchtig ist und tut seinen Willen, den höret er.
von der Welt an ist nicht erhört, dass jemand einem geborenen Blinden die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrest uns, und stießen ihn hinaus. Es kam vor Jesum, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und da er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubest du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, Herr, welcher ist es, auf das ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, Herr, ich glaube, und betete ihn an. Und Jesus sprach, ich bin zum Gerichte auf diese Welt gekommen, auf das die da nicht sehen, sehend werden, und die da sehen, blind werden. Und solches hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Nun ihr aber sprechet, wir sind sehend, bleibet eure Sünde. Johannes Kapitel 10. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steiget anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Mörder. Der aber zur Tür hineingeht, der ist ein Hirte der Schafe. Denselbigen tut der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft seine Schafe mit Namen und führet sie aus. Und wenn er seine Schafe hat ausgelassen, geht er vor ihnen hin, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen von ihm, denn sie kennen der fremden Stimme nicht. Diesen Spruch sagte Jesus zu ihnen, sie vernahmen aber nicht, was es war, das er zu ihnen sagte. Da sprach Jesus wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen, alle, die vor mir kommen sind, die sind Diebe und Mörder gewesen, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorchet. Ich bin die Tür. So jemand durch mich eingeht, der wird selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nicht, denn dass er stehle, würge und umbringe. Ich bin kommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin ein guter Hirte. Ein guter Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ein Mittling aber, der nicht Hirte ist, des die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässet die Schafe und flieht. Und der Wolf erhaschet und zerstreut die Schafe. Der Mittling aber flieht, denn er ist ein Mittling und achtet die Schafe nicht. Ich bin ein guter Hirte und erkenne die Meinen und bin bekannt den Meinen. Wie mich mein Vater kennet und ich kenne den Vater, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle. Und dieselben muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum liebet mich mein Vater, dass ich mein Leben lasse, auf dass ich's wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wieder zu nehmen. Solch Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Da ward aber eine Zwietracht unter den Juden über diesen Worten. Viele unter ihnen sprachen, er hat den Teufel und ist unsinnig. Was höret ihr ihm zu? Die anderen sprachen, das sind nicht Worte eines Besessenen. Kann der Teufel auch der blinden Augen auftun? Es war aber Kirchweih zu Jerusalem und war Winter. Und Jesus wanderte im Tempel in der Halle Salomos. Da ringeten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele auf? Bist du Christus? So sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubet nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir.
Aber ihr glaubet nicht, denn ihr seid von meinen Schafen nicht, wie ich euch gesagt habe. Denn meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles, und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden aber mal Stein auf, dass sie ihn steinigten. Jesus antwortete ihnen: Viel gute Werke habe ich euch erzeiget von meinem Vater. Um welches Werk unter denselbigen steiniget ihr mich? Die Juden antworteten ihm und sprachen: Um des Gutes Werks willen steinigen wir dir nicht, sondern um der Gotteslästerung willen, und dass du ein Mensch bist und machest dich selbst zu einem Gott. Jesus antwortete ihnen: Steht nicht geschrieben in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? So ihr die Götter nennet, zu welchem das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden. Sprecht ihr denn zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat: Du lästerst Gott darum, dass ich sage, ich bin Gottes Sohn? Tue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubet mir nicht. Tue ich sie aber, glaubet doch den Werken. Wollt ihr mir nicht glauben, auf das ihr erkennet und glaubet, dass der Vater in mir ist und ich in ihm? Sie suchten abermal ihn zu greifen, aber er entging ihnen aus ihren Händen und zog hin wieder jenseits des Jordans an den Ort, da Johannes vorhin getauft hatte, und blieb allda. Und viele kamen zu ihm und sprachen: Johannes tat kein Zeichen, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, das ist wahr. Und glaubten allda viele an ihn. Johannes Kapitel 11. Es lag aber einer krank mit Namen Lazarus von Bethanien in dem Flecken Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war, die den Herrn gesalbet hat, mit Salben und seiner Füße getrocknet mit ihrem Haar. Derselbigen Bruder Lazarus war krank. Da sandten seine Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank. Da Jesus das hörte, sprach er: Die Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Ehre Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch geehrt werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er 2 Tage an dem Ort, da er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern: Lasset uns wieder nach Judäa ziehen. Seine Jünger sprachen zu ihm: Meister, jenes Mal wollten die Juden dich steinigen, und du willst wieder dahin ziehen? Jesus antwortete: Sind nicht des Tages 12 Stunden? Wer des Tages wandelt, der stößet sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber des Nachts wandelt, der stößet sich, denn es ist kein Licht in ihm. Solches sagte er, und danach spricht er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Da sprachen seine Jünger: Herr, schläft er, so wird's besser mit ihm. Jesus aber sagte von seinem Tode. Sie meinten aber, er redete vom leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, auf das ihr glaubet. Aber lasset uns zu ihm ziehen. Da sprach Thomas, der da genannt ist Zwilling, zu den Jüngern: Lasset uns mitziehen, dass wir mit ihm sterben. Da kam Jesus und fand ihn, dass er schon 4 Tage im Grabe gelegen war. Bethanien aber war nah bei Jerusalem, bei 15 Feldweges. Und 4 Juden waren zu Martha und Maria kommen, sie zu trösten über ihren Bruder.
Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesu: Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber ich weiß auch noch, dass was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder soll auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Herr, ja, ich glaube, dass du bist Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und da sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach: Der Meister ist da und ruft dich. Dieselbige, als sie das hörte, stund sie eilend auf und kam zu ihm. Denn Jesus war noch nicht in den Flecken gekommen, sondern war noch an dem Ort, da ihm Martha war, entgegengekommen. Die Juden, die bei ihr im Hause waren und trösteten sie, da sie sahen Maria, dass sie eilend aufstund und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen: Sie geht hin zum Grabe, da sie daselbst weine. Als nun Maria kam, da Jesus war, und sah ihn, fiel sie zu seinen Füßen und sprach zu ihm: Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sie sah weinen und die Juden auch weinen, die mit ihr kamen, ergrimmete er im Geist und betrübte sich selbst und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm: Herr, komm und siehe es. Und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden: Siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt? Etliche aber unter ihnen sprachen: Konnte der dem Blinden die Augen aufgetan hat, nicht verschaffen, dass auch diese nicht stürbe. Jesus aber ergrimmete abermal in sich selbst und kam zum Grabe. Es war aber eine Kluft und ein Stein darauf gelegt. Jesus sprach: Hebet den Stein ab. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt schon, denn er ist 4 Tage gelegen. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, du solltest die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein ab, da der Verstorbene lag. Jesus aber hob seine Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Doch ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, sondern um des Volks willen, das umhersteht, sage ich's, dass sie glauben, du habest mich gesandt. Da er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Angesicht verhüllet mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löset ihn auf und lasset ihn gehen. Viel nun der Juden, die zu Maria kommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer einen Rat und sprachen: Was tun wir? Dieser Mensch tut viel Zeichen. Lassen wir ihn also, so werden sie allen an ihn glauben. So kommen dann die Römer und nehmen uns Land und Leute. Einer aber unter ihnen, Kaiphas, der desselben Jahres Hohepriester war, sprach zu ihnen: Ihr wisset nichts, bedenket auch nichts. Es ist uns besser, ein Mensch sterbe für das Volk, denn dass das ganze Volk verderbe. Solches aber redete er nicht von sich selbst, sondern dieweil er desselbigen Jahres Hohepriester war, weiß, sagte er, denn Jesus sollte sterben für das Volk. Und nicht für das Volk allein, sondern dass er die Kinder Gottes, die zerstreut waren, zusammenbrächte. Von dem Tage an ratschlagten sie, wie sie ihn töteten.
Jesus aber wandelte nicht mehr frei unter den Juden, sondern ging von dann in eine Gegend nahe bei der Wüste in eine Stadt, genannt Ephraim, und hatte sein Wesen daselbst mit seinen Jüngern. Es war aber nahe das Osten der Juden, und es gingen viele hinauf gen Jerusalem aus der Gegend vor Osten, dass sie sich reinigten. Da stunden sie und fragten nach Jesu und redeten miteinander im Tempel: Was dünket euch, dass er nicht kommt auf das Fest? Es hatten aber die Hohepriester und Pharisäer lassen ein Gebot ausgehen, so jemand wüsste, wo er wäre, dass sie es anzeigete, dass sie ihn griffen. Johannes Kapitel 12. 6 Tage vor Ostern kam Jesus gen Bethanien, da Lazarus war, der Verstorbene, welchen Jesus auferweckt hat von den Toten. Daselbst machten sie ihm ein Abendmahl und Martha dienete. Lazarus aber war der eine, der mit ihm zu Tische saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salbe von ungefälschter köstlicher Narde und salbete die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber ward voll vom Geruch der Salbe. Da sprach seiner Jünger einer, Judas, Simons Sohn Iskariot, der ihn hernach verriet: Warum ist diese Salbe nicht verkauft, um 300 Groschen und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, dass er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb und hatte den Beutel und trug, was gegeben ward. Da sprach Jesus: Lass sie mit Frieden. Solches hat sie behalten zum Tage meines Begräbnisses. Den Armen habt ihr allezeit bei euch, mich aber habt ihr nicht allezeit. Da erfuhr viel Volks der Juden, dass er daselbst war, und kamen nicht um Jesu willen allein, sondern dass sie auch Lazarus sehen, welchen er von den Toten erweckt hatte. Aber die Hohepriester trachteten danach, dass sie auch Lazarus töteten. Denn um seinetwillen gingen viel Juden hin und glaubten an Jesu. Des andern Tages viel Volks, das aufs Fest kommen war, da es hörte, dass Jesus kommt gen Jerusalem, nahmen sie Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobet sei dir, da kommt in den Namen des Herrn ein König von Israel. Jesus aber überkam ein Eselein und ritt darauf, wie denn geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt reitend auf einem Eselsfüllen. Solches aber verstunden seine Jünger zuvor nicht, sondern da Jesus verklärt ward, da dachten sie daran, dass solches war von ihm geschrieben und sie solches ihm getan hatten. Das Volk aber, das mit ihm war, da er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmete die Tat, darum ging ihm auch das Volk entgegen, da sie hörten, er hätte solches Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkommen waren, dass sie anbeteten auf das Fest. Da traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesum gerne sehen. Philippus kommt und sagt's Andreas, und Philippus und Andreas sagten's weiter Jesu. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist kommen, dass des Menschen Sohn verklärt werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt's alleine, wo es aber erstirbt, so bringt's viel Früchte. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren, und wer sein Leben auf dieser Welt hasset, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele betrübet, und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verkläre deinen Namen.
da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verklärt und will ihn abermal verklären. Da sprach das Volk, das dabei stund und zuhörte, es donnerte. Die anderen sprachen, es redete eine Engel mit ihm. Jesus antwortete und sprach, diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt geht das Gericht über die Welt, und nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhört werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Das sagte er aber zu deuten, welches Todes er sterben würde. Da antwortete ihm das Volk, wir haben gehört im Gesetz, dass Christus ewiglich bleibe. Und wie sagst du denn, dass Menschensohn muss erhört werden? Wer ist dieser Menschensohn? Da sprach Jesus zu ihnen, es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, weil ihr das Licht habt, dass euch die Finsternisse nicht überfallen. Wer in Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Glaubet an das Licht, dieweil ihr's habt, auf das ihr des Lichtes Kinder seid. Solches redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Und ob er wohl solche Zeichen vor ihnen tat, glaubten sie doch nicht an ihn. Auf das erfüllet würde der Spruch des Propheten Jesaja, den der sagt, Herr, wer glaubet unserem Predigen, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Darum konnten sie ja nicht glauben, denn Jesaja sagt, abermal, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie mit den Augen nicht sehen, noch mit den Herzen vernehmen und sich bekehren, und ich ihnen hülfe. Solches sagte Jesaja, da er seine Herrlichkeit sah und redete von ihm. Doch die Obersten glaubten viel an ihn, aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, dass sie nicht in den Bann getan würden. Denn sie hatten lieber die Ehre bei den Menschen, denn die Ehre bei Gott. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubet, der glaubet nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin kommen in die Welt, ein Licht, auf das, wer an mich glaubet, nicht in Finsternis bleibe. Und wer meine Worte höret und glaubet nicht, den werde ich nicht richten. Denn ich bin nicht kommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt selig mache. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht auf, der hat schon, der ihn richtet. Das Wort, welches ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Denn ich habe nicht von mir selber geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich also, wie mir der Vater gegeben hat. Johannes Kapitel 13. Vor dem Fest aber der Ostern, da Jesus erkennete, dass seine Zeit kommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, wie er hatte geliebet die Seinen, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, da schon der Teufel hatte dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben, dass er ihn verriete, wusste Jesus, dass ihm der Vater hatte alles in seine Hände gegeben und dass er von Gott kommen war und zu Gott ging. Stund er vom Abendmahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, hob an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, damit er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus und derselbige sprach zu ihm, Herr, solltest du mir meine Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das weißt du jetzt nicht, du wirst's aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, werde ich dich nicht waschen, so hast du kein Teil mit mir. Spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße alleine, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, der bedarf nicht denn die Füße waschen, sondern er ist ganz rein, und ihr seid rein, aber nicht alle.
Denn er wusste seinen Verräter wohl, darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Da er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach abermal zu ihnen, wisset ihr, was ich euch getan habe? Ihr heißet mich Meister und Herr und saget recht daran, denn ich bin's auch. So nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, was wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer denn sein Herr, noch der Apostel größer denn der ihn gesandt hat. So ihr solches wisset, selig seid ihr, so ihr es tut. Nicht sage ich von euch allen, ich weiß, welche ich erwähnt habe, sondern dass die Schrift erfüllt werde, der mein Brot isset, der tritt mich mit Füßen. Jetzt sage ich's euch, ehe denn es geschieht, auf das, wenn es geschehen ist, dass ihr glaubet, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, so ich jemand senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Da solches Jesus gesagt hatte, ward ihr betrübt im Geist und zeugete und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ward ihnen banger, von welchem er redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische saß an der Brust Jesu, welchen Jesus lieb hatte. Dem winkete Simon Petrus, dass er forschen sollte, wer es wäre, von dem er sagte, den derselbige lag an der Brust Jesu und sprach zu ihm, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, der ist es, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er tauchte den Bissen ein und gab ihn Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Dasselbe aber wusste niemand über dem Tische, wozu er es ihm sagte. Etliche meinten, der war Judas, den Beutel hatte, Jesus spräche zu ihm, kaufe, was uns not ist, auf das Fest, oder dass er den Armen etwas gebe. Da er nun den Bissen genommen hatte, ging er also bald hinaus, und es war Nacht. Da er aber hinausgegangen war, spricht Jesus, nun ist des Menschensohn verklärt, und Gott ist verklärt in ihm. Ist Gott verklärt in ihm, so wird ihn auch Gott verklären in ihm selbst und wird ihn bald verklären. Liebe Kindlein, ich bin doch eine kleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen, und wie ich zu den Juden sagte, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Und ich sage euch nun, ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet. Wie ich euch geliebet habe, auf dass auch ihr einander lieb habet. Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Spricht Simon Petrus zu ihm, Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm, da ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen, aber du wirst mir hernachs folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortete ihm, solltest du dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal habest verleugnet. Johannes Kapitel 14. Und er sprach zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht, glaubet ihr an Gott, so glaubet ihr auch an mich. In meines Vaters Hause sind viel Wohnungen, wenn's nicht so wäre, so wollt ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und ob ich hinginge, euch die Stätte zu bereiten, will ich doch wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, das wisset ihr, und den Weg wisset ihr auch. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich kennetet, so kennetet ihr auch meinen Vater. Und von nun an kennet ihr ihn und habt ihn gesehen.
spricht zu ihm Philippus: Herr, zeig uns den Vater, so genüget uns. Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch und du kennest mich nicht. Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn? Zeig uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir wohnet, derselbige tut die Werke. Glaubet mir, dass ich im Vater und der Vater in mir ist. Wo nicht, so glaubet mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubet, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere denn diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was er bittet, werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater geehrt werde in dem Sohn. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht weisen lassen. Ich komme zu euch. Es ist noch um ein kleines, so wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Am denselbigen Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ich, ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebet. Wer mich aber liebet, der wird von meinem Vater geliebet werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot: Herr, was ist es, dass du uns willst, dich offenbaren und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebet, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer aber mich nicht liebet, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Solches habe ich zu euch geredet, weil ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, derselbige wird euch alles lehren und euch erinnern alles des, das ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater. Denn der Vater ist größer denn ich. Nun habe ich's euch gesagt, ehe denn es geschieht. Auf das, wenn es nun geschehen wird, dass ihr glaubet. Ich werde hinfort nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und hat nichts an mir. Aber dass die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und ich also tue, wie mir der Vater geboten hat, steht auf und lasset uns von hinnen gehen. Johannes Kapitel 15. Ich bin ein rechter Weinstock und mein Vater ein Weingärtner. Eine jährliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringet, wird er wegnehmen. Und eine jährliche, die da Frucht bringet, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid jetzt rein um des Worts willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber. Sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn an mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibet und ich in ihm, der bringet viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibet, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und muss brennen. So ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darinnen wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringet und werdet meine Jünger. Gleich wie mich mein Vater liebet, also liebe ich euch auch. Bleibet in meiner Liebe.
so ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe, gleich wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Solches rede ich zu euch, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebet, gleich wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich habe von meinem Vater gehört, habe ich euch kundgetan. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringet und eure Frucht bleibe. Auf das, so ihr den Vater bittet in meinem Namen, dass er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebet. So euch die Welt hasset, so wisset, dass sie mich vor euch gehasset hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Dieweil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich habe euch von der Welt erwählet, darum hasset euch die Welt. Gedenket an mein Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer denn sein Herr. Haben sie mich verfolget, sie werden auch euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht kommen wäre und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorwenden, ihre Sünde zu entschuldigen. Wer mich hasset, der hasset auch meinen Vater. Hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch beide mich und meinen Vater. Doch das erfüllet werde der Spruch in ihrem Gesetz geschrieben, sie hassen mich ohne Ursache. Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugen von mir. Und ihr werdet auch Zeugen, denn ihr seid von Anfang bei mir gewesen. Johannes Kapitel 16. Solches habe ich zu euch geredet, dass ihr euch nicht ärgert. Sie werden euch in den Bann tun. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst daran. Und solches werden sie euch darum tun, dass sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Aber solches habe ich zu euch geredet, auf das, wenn die Zeit kommen wird, dass ihr daran gedenket, dass ich's euch gesagt habe. Solches aber habe ich euch von Anfang nicht gesagt, denn ich war bei euch. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fraget mich, wo gehst du hin? Sondern, dieweil ich solches zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauerns geworden. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist euch gut, dass ich hingehe. Denn so ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch, so ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn derselbe kommt, der wird die Welt strafen um die Sünde und um die Gerechtigkeit und um das Gericht. Um die Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Um die Gerechtigkeit aber, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Um das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht von ihm selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Derselbige wird mich verklären, denn von dem meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem meinen nehmen und euch verkündigen. Über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen, und aber über ein kleines, so werdet ihr mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Da sprachen etliche unter seinen Jüngern untereinander, was ist das,
was ihr saget zu uns. Über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen, und aber über ein kleines, so werdet ihr mich sehen, und dass ich zum Vater gehe. Da sprachen sie, was ist das, was ihr sagt, über ein kleines? Wir wissen nicht, was ihr redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen, davon fraget ihr untereinander, dass ich gesagt habe, über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen, und aber über ein kleines, so werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr aber werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden. Ein Weib, wenn sie gebiert, so hat sie Traurigkeit, denn ihre Stunde ist kommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denket sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass der Mensch zur Welt geboren ist. Und ihr habt auch nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an denselbigen Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so ihr den Vater etwas bittet, bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Solches habe ich zu euch durch Sprichwörter geredet. Es kommt aber die Zeit, dass ich nicht mehr durch Sprichwörter mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An denselbigen Tage werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn ihr selbst, der Vater, hat euch lieb, darum, dass ihr mich liebet und glaubet, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und komme in die Welt. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Sprechen zu ihm seine Jünger, siehe, nun redest du frei heraus und sagest kein Sprichwort. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst nicht, dass dich jemand frage. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubet ihr. Siehe, es kommt die Stunde und ist schon kommen, dass ihr zerstreut werdet. Jeglicher in das Seine und mich alleine lasset. Aber ich bin nicht alleine, denn der Vater ist bei mir. Solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes Kapitel 17. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf gen Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist hier, dass du deinen Sohn verklärest, auf dass dich dein Sohn auch verkläre. Gleich wie du ihm Macht hast gegeben über alles Fleisch, auf dass er das ewige Leben geben allem, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, dass du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Ich habe dich verklärt auf Erden und vollendete das Werk, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verkläre mich du, Vater, bei dir selbst mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen offenbaret den Menschen, die du mir von der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort behalten. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, sei von dir. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben's angenommen und erkannt wahrhaftig, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, so du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verklärt. Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in die Welt, und ich komme zu dir, heiliger Vater, erhalte sie in deinen Namen, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien gleich wie wir. Weil ich bei ihnen war in der Welt, erhielt ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, die habe ich bewahret, und ist keiner von ihnen verloren, ohne das verlorene Kind, das die Schrift erfüllet würde. Nun aber komme ich zu dir und rede solches in der Welt,
auf dass sie in ihnen haben meine Freude vollkommen. Ich habe ihnen gegeben dein Wort, und die Welt hasset sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie denn auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Übel. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Gleich wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie auf, dass auch sie geheiliget seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, so durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, du habest mich gesandt. Und ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen sein in eins. Und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und liebest sie gleich, wie du mich liebest. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebet, ehe denn die Welt gegründet war. Gerechter Vater, die Welt kennet dich nicht, ich aber kenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und will ihnen kundtun, auf dass die Liebe, damit du mich liebest, sei in ihnen und ich in ihnen. Johannes Kapitel 18. Da Jesus solches geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, darein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch. Denn Jesus versammelte sich oft daselbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der Hohepriester und Pharisäerdiener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: Jesum von Nazareth. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermal: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Jesum von Nazareth. Jesus antwortete: Ich hab's euch gesagt, dass ich es sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Auf dass das Wort erfüllet würde, welches er sagt: Ich habe dir keinen verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Die Schar aber und der Oberhauptmann und die Diener der Juden nahmen Jesum und banden ihn und führten ihn aufs Erste zu Hannas. Der war des Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres Hohepriester war. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umgebracht für das Volk. Simon Petrus aber folgte Jesu nach und ein anderer Jünger. Derselbige Jünger war dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus hinein in des Hohenpriesters Palast. Petrus aber stund draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist du nicht auch dieses Menschen Jünger einer? Er sprach: Ich bin's nicht. Erstunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlenfeuer gemacht, denn es war kalt, und wärmete sich. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der Hohepriester fragte Jesum um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet vor der Welt.
Ich habe alle Zeit gelehrt in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, gab der Diener einer, die dabei stummen, Jesu einen Backenstreich und sprach, sollst du dem hohen Priester also antworten? Jesus antwortete, habe ich übel geredet, so beweise es, dass es böse sei. Habe ich aber recht geredet, was schlägest du mich? Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus aber stund und wärmete sich. Da sprachen sie zu ihm, bist du nicht seiner Jünger einer? Er verleugnete aber und sprach, ich bin's nicht. Spricht der Hohepriesters Knecht einer, ein Gefreundeter des, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sei ich dich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnete Petrus abermal, und alsbald krähte der Hahn. Da führten sie Jesum von Kaiphas vor das Richterhaus, und es war früh. Und sie gingen nicht in das Richterhaus, auf das sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach, was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten dir ihn nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmet ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm, wir dürfen niemand töten. Auf das erfüllet würde das Wort Jesu, welches er sagte, da er deutete, welches Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein ins Richterhaus und rief Jesu und sprach zu ihm, bist du der Judenkönig? Jesus antwortete, redest du das von dir selbst oder haben es die anderen von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohenpriester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden drum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dannen. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du dennoch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer auf der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und er hat das gesagt, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen auf Ostern losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den Judenkönig losgebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Johannes Kapitel 19. Da nahm Pilatus Jesum und geißelte ihn. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen, sei gegrüßet, lieber Judenkönig, und gaben ihm Backenstreiche. Da ging Pilatus wieder heraus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn herauf zu euch, dass ihr erkennet, dass ich keine Schuld an ihm finde. Also ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und Purpurkleid. Und er spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Da ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen, Kreuzige, Kreuzige! Pilatus spricht zu ihnen, nehmet ihr ihn hin und kreuziget, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz soll er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Da Pilatus das Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Richterhaus und spricht zu Jesu, von wannen bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir?
Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herab gegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von dem an trachtete Pilatus, wie er ihn losließe. Die Juden aber schrien und sprachen, lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht, denn wer sich zum Könige macht, der ist wieder den Kaiser. Da Pilatus das Wort hörte, führte er Jesum heraus und setzte sich auf den Richterstuhl auf der Stätte, die da heißt Hochpflaster, auf Hebräisch aber Gabbata. Es war aber der Rüsttag auf Ostern um die 6. Stunde, und er spricht zu den Juden, seht, das ist euer König. Sie schrien aber, weg, weg mit dem, kreuzige ihm. Spricht Pilatus zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Die Hohepriester antworteten, wir haben keinen König, denn den Kaiser. Da überantwortete er ihnen, dass er gekreuziget würde. Sie nahmen aber Jesum und führten ihn hin. Und er trug sein Kreuz und ging hinauf zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, welche heißt auf Hebräisch Golgatha. Da kreuzigten sie ihn und mit ihm 2 andere zu beiden Seiten, Jesum aber mitten innen. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz, und zwar geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Überschrift lasen viele Juden, denn die Stätte war nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuzigt ist. Und es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die Hohepriester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt habe, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Kriegsknechte aber, da sie Jesum gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten 4 Teile. Einen jährlichen Kriegsknecht 1 Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von oben an gewirket, durch und durch. Da sparen sie untereinander, lasset uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, was er sein soll. Auf das erfüllet würde die Schrift, die da sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über meinen Rock das Los geworfen. Solches taten die Kriegsknechte. Er stund aber bei dem Kreuze Jesu, seine Mutter und seine Mutter Schwester, Maria des Kleophas Weib und Maria Magdalena. Und nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Weib, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahmen sie die Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllt würde, spricht er, mich dürstet. Da stund ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Hyssop und hielten es ihm dar zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigete das Haupt und verschied. Die Juden aber, derweil es der Rüsttag war, dass nicht der Leichname am Kreuz blieben den Sabbat über, denn desselbigen Sabbatstag war groß, baten sie Pilatus, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachten sie ihm die Beine nicht. Sondern die Kriegsknechte, einer öffnete seine Seite mit einem Speer, und das bald ging Blut und Wasser heraus. Und wer das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr, und derselbige weiß, dass ihr die Wahrheit saget, und dass auch ihr glaubet. Denn solches ist geschehen, dass die Schrift erfüllt würde, ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Und abermal spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Danach bat Pilatus Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden, dass er möchte abnehmen den Leichnam Jesu. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals bei der Nacht zu Jesu kommen war, und brachte Myrrhen und Aloen untereinander bei 100 Pfunde.
Dann haben sie den Leichnam Jesu und banden ihn in leinene Tücher mit Spezereien, wie die Juden pflegen, zu begraben. Es war aber an der Stätte, da er gekreuzigt ward, ein Garten und im Garten ein Neugrab, in welches niemand je gelegt war. Daselbst ihn legten sie Jesum um des Rüsttages willen der Juden, derweil das Grab nah war. Johannes Kapitel 20. An der Sabbate einem kommt Maria Magdalena früh, da es noch finster war, zum Grabe und sieht, dass der Stein vom Grabe hinweg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, welchen Jesus lieb hat, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grabe, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grabe. Es liefen aber die zwei miteinander, und der andere Jünger lief zuvor, schneller denn Petrus, und kam am ersten zum Grabe, gucket hinein und sieht die Leinen geleget. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinen geleget und das Schweißtuch, das Jesu um das Haupt gebunden war, nicht zu den Leinen geleget, sondern beiseits, eingewickelt an einen besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der am ersten zum Grabe kam, und sah und glaubete es. Denn sie wussten die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zusammen. Maria aber stund vor dem Grabe und weinete draußen. Als sie nun weinete, guckte sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu den Häupten und den anderen zu den Füßen, dass sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und dieselbigen sprachen zu ihr: Weib, was weinest du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herr weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Weib, was weinest du? Wen suchest du? Sie meinet, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo hast du ihn hingelegt? So will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündige den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und solches hat er zu mir gesagt. Am Abend aber desselbigen Sabbats, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten ein und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermal zu ihnen: Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und da er das sagte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmet hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwölfen einer, der da heißt Zwilling, war nicht bei ihnen, da Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Es sei denn, dass ich in seine Händen sehe die Nägelmale und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, will ich's nicht glauben. Und über 8 Tage waren abermal seine Jünger drinnen und Thomas mit ihnen. Kommt Jesus, da die Türen verschlossen waren, und tritt mitten ein und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott.
spricht Jesus zu ihm, derweil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubest du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Auch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, dass ihr glaubet, Jesus sei Christus, der Sohn Gottes, und dass ihr durch den Glauben das Leben habet in seinem Namen. Danach offenbarte sich Jesus abermal den Jüngern an dem Meer bei Tiberias. Er offenbarte sich aber also. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der da heißt Zwilling, und Nathanael von Kana, Galiläe, und die Söhne des Zebedäus und andere zwei seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will hin fischen gehen. Sie sprachen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und traten in das Schiff alsbald, und in derselbigen Nacht fingen sie nichts. Da es aber jetzt Morgen ward, stund Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werfet das Netz zur Rechten des Schiffs, so werdet ihr finden. Da warfen sie und konnten es nicht mehr ziehen vor der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, welchen Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Da Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er das Hemd um sich, denn er war nackend, und warf sich ins Meer. Die anderen Jünger aber kamen auf dem Schiffe, denn sie waren nicht fern vom Lande, sondern bei 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun austraten auf das Land, sahen sie Kohlen gelegt und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringet her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land voll großer Fische, 153. Und wiewohl ihrer so viel waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern durfte ihn fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desselbigen gleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus offenbaret ward seinen Jüngern, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Johanna, hast du mich lieber, denn mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum anderen Mal zu ihm, Simon Johanna, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon Johanna, hast du mich lieb? Petrus ward traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb, und sprach zu ihm, Herr, du weißt aller Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, da du jünger warest, gürtest du dich selbst und wandertest, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagt er aber zu deuten, mit welchem Tode er Gott preisen würde. Da er aber das gesagt, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, welchen Jesus lieb hatte, der auch an seiner Brust am Abendessen gelegen war und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich verrät? Da Petrus diesen sah, spricht er zu Jesu, Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm, so ich will, dass ihr bleibe, bis ich komme. Was geht es dich an? Folge du mir nach. Da ging eine Rede aus unter den Brüdern, dieser Jünger stirbt nicht. Und Jesus sprach nicht zu ihm, er stirbt nicht, sondern so ich will, dass ihr bleibe, bis ich komme. Was geht es dich an? Dies ist der Jünger, der von diesen Dingen zeuget und hat dies geschrieben. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahrhaftig ist. Es sind auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat.
welche, so sie sollten eins nach dem anderen geschrieben werden, achte ich, die Welt würde die Bücher nicht begreifen, die zu beschreiben wären.